Wir haben uns das Dach schon angeschaut, aber wir haben keinen einzigen Meter klettern können. Der Güllich Wolfgang hat dann die Tour 1986 ohne Seil geklettert und es hat die Kletterwelt ziemlich auf den Kopf gestellt. Ich war damals als Fotograf dabei und für mich war das auch wahnsinnig stressig, da zuzuschauen. Und trotzdem habe ich damals schon angefangen, darüber nachzudenken, dass ich das eigentlich auch gerne machen würde. 19 Jahre lang ist dann der Traum immer wieder in meinem Kopf herumgespukt und hat mich oft stundenlang beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht gleich einmal mache, bin ich irgendwann zu alt oder zu fett dafür. So um die 5 cm. So, oder 5? Ja. Und dann, wenn ich es weiter auseinander tue, schaue ich jetzt zum Beispiel, wenn ich es jetzt so hin. 8, 7, 8. Mit meinem Nachbarn, 7, mit dem Vormetz Bernhard, habe ich dann einen Riss 8, 7, in meine Garage hineingebaut. War recht, ja. Geht das? Ja, das wird nicht das Problem sein. Ich wollte einfach ganz spezifisch für die Route trainieren. Ein mentales Trainingsprogramm vom Coach Drittel hat mir noch entscheidend geholfen. Die Schlüsselstelle ist in meiner Vorstellung wirklich leichter geworden. Wie ich gesittet fahre, brav nach den Vorschriften, damit die Ranger mich nicht erwischen. Einer meiner besten Freunde, der Werner Drittel, ist dann mit mir mitgefahren. Ja, passt. Da war noch einen gelben noch einer. Der Werner hat mir echt geholfen. Und er hat mir immer gut zugeredet. Scheiß du! Irgendwann war dann alles ziemlich belastend für mich. Fetten, jawohl, jawohl! Du hast immer eine Fetten mit den Karten. Aber der Werner und ich haben trotzdem jawohl. Eine gute Zeit gehabt. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aha. Ah, ich komme wieder! Scheiße! Wir waren dann wieder am Dach und ein Gespräch mit dem Werner war dann der Auslöser, dass ich einsteigen wollte.
vor dem Losklettern ist die Angst auf einmal verschwunden. Ich bin dann ganz ruhig geworden und habe auf einmal ein unglaubliches Gefühl von Freude in mir verspürt. I close my eyes and I think of paradise. A dream from the promised land. But there is fear. Yes, and now it's near. The deep endless darkness. Will I reach heaven? Yeah. Ich habe mich sicherer gefühlt als wie mit jedem Seil und bin die Route in absoluter Schwerelosigkeit hinausgeklettert. Will I reach heaven?